Was heute passiert? Oh, jetzt Zeit kommt für meine dieses. Jahreskarte für die U-Bahn. Okay. Oh mein Gott! Ich hab sie heute getroffen! Wenn ich nur mal nachgedacht hätte! Das ist nicht deine Schuld, Mann! Hola, Miro, weißt du was? Mein Lieblingsflugzeug ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Harlem abgeht. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron aufklären. Ich bin gleich da. Ui. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem zurückkommenden Video auf dem Kanal. Wir sind mit Marvel's Spider-Man Miles Morales. Da hinten diesen Verbrechen. Moin. Hier. Heute haben wir den Track-Anzug dabei, by the way. Ist ganz cool, der Anzug, aber keiner meiner Favorites. Ich habe nur zwei Favoriten. Nee, ich habe drei oder vier Favoriten tatsächlich. Drei oder vier Favoriten habe ich hier bei den Miles Morales-Anzügen. Jo. Danke. Wärst du nicht gewesen? Dann wäre ich hier nicht gewesen. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78.? Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Dann gehen wir mal da rein. Hey, lahme Ente! Hier oben! Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig! Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist,
soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energieteam leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxanne, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Tja. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen, aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Das ist richtig. Oh, jetzt kommt Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Okay. U-Bahn-Ticket. Ja. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Na los, wir kommen zu spät. Mensch, Miles. Ach, hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Sagen Sie auch. Siehst du, das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Oh. Sorry. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Español habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí? Desde cuando? Schatz, du suchst dir zu viele Sachen. Okay, gut. Was kommen wir?
Onkel Aaron. Ich hätte dich nicht erwartet. Ich gehe, bevor deine Mom mich sieht. Wer ist das? Mein Freund Genki. Er hilft mir bei meinem Spinnenprojekt. Aha. Du passt auf meinen Neffen auf, ja? Ich versuch's, aber er macht's mir nicht leicht. Ich bin doch hier. Ja, viel Spaß bei der Kundgebung, Kleiner. Hey, du hast es ihm gesagt? Er hat's rausgekriegt. Ich erzähl dir alles zu Hause. Moin. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sag es euch. Es ist nur, weil so eine Rede ist von Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Juniperos Kita. Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Theresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Tag mit Musiker füllte. Und selbst jetzt, Roxanne transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxanne. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Wir haben hier ein Problem. Herbert, bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Okay. Ich hab sie. Auf geht's. Ja. Moin. Ich hab, Junge, diese elektrische Räume. Miles, wir sind zu Hause. Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's dir gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen nur vor, aber hier ist doch kein. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Greif auf deine Analyse-Daten. Ich helfe dir, wo ich kann. Gute Idee. Und Genki? Ja. Danke wegen meiner Mom. Jederzeit, Mann. Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Ich habe dich eliminiert, Spider-Man. Sicher. Das war ein Bumm. Miles! Oh Gott sei Dank, wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Nos vemos en casa. Hab dich lieb. Onkel Aaron, alles klar? Mir geht's gut. Ich hab versucht, euch zu erreichen. Wo seid ihr jetzt? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxanne auftaucht, verschwindest du, klar? Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen.
Tinkerer wird Ihnen nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Hui. Jetzt schluss unser Übel aus. Ich muss mich beeilen. Die Plaza aber wohl nur zum Aufwärmen. Oder zur Ablenkung. Los, los, los! Oh, oh, oh. Erschießen wir uns nicht, okay? Hola. Wir wollen das Nu-Form. Ignoriert alles andere. Werdet ihn los! Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt! Was zur Hölle war das? Nein. Er destabilisiert es! Boom. Lenkt ihn ab. Anzugreifen. Das Wasser. Kurz Feuerwehr spielen. Ich muss zu dem Feuer. Alle aufsteigen! Alle raus hier! Nicht gut. Keine Sorge, ich hab sie! Ich brauche etwas, das sie rüberbringt.
This is training. Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisung. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind Sie weg mit dem Handy, sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Tschüss! Was zum Teufel? Wo ist der hin? Oh mein Gott! Haben sie ihn geschubst? Wo ist der denn hin? Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Tja. Sie hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Bracelet Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört und darüber hinaus unsere Brücke. Das Roxxon stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dolce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Naja, dein Vater hat... Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn es kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Diese Cutscenes wirklich länger als alles andere. Wir hatten jetzt mehr Cutscenes in diesem Video als keine Ahnung was, Leute. Und
Copyright Claim, yeah. Aha, aha. Copyright Claim. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I took the message and sent it, felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment cause I gotta go for the time. Copyright claims. Copyright claims, yes, die regnet. Erste drei Folgen, Copyright Claims, überall, wo ich bin, Copyright Claims. Yeah, 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 yeah. Überall, überall, Copyright Claims. Überall, überall. Copyright Claims, Copyright Claims, Copyright Claims. Was läuft, New York? Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn ihr das gerne liken, aber aktiviert die Glocke auf alle Benachrichtigungen. Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Und ciao. Wir brauchen kürzeren. Leider. Wir brauchen Apps und nur ein Wort lang.